Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen bei JJK Folge 28 oder Staffel 2 Folge 4. Ich habe richtig Bock, gerade nach der letzten Folge, wo wir Gojo gegen ja Megumis Vater in Aktion gesehen haben und wir ja gesehen haben, dass Gojo verloren hat, ja, bin ich gespannt, ob jetzt der Kampf zwischen Geto und Megumis Vater stattfindet. Also, ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch. Also, bis gleich. Ciao. Jetzt verstehe ich, weil ich Satoru Gojo eiskalt getötet habe. Wenn das so ist, komm hier! Junge, wie hat er das jetzt geschafft? Aus der Entfernung, ohne zu gucken, hat er einfach dreimal geschossen. Mit der Ruhe, Kleiner. Das Sternengrab und die verbotene Gruft werden durch eine Barriere verhüllt. Deshalb können keine Wachen am Eingang abgestellt werden. Wenn man weiß, wo sich das Tor befindet, dann ist der Rest trivial. Okay. Zu dieser Jahreszeit haben die Jujutsisten alle Hände voll zu tun. Außen herrscht das reinste Chaos. Da ich keine Fluchkraft besitze, bin ich quasi unsichtbar. Ein Problem gab es allerdings. Okay, krass. Wenn ja, das stimmt schon. Verrät ihre Fluchkraft allen, wo ich mich aufhalte. Das wäre zu einfach, Geto. Ich war noch nicht fertig. Aber ein Fluchgeist, der Gegenstände lagern kann. Für gewöhnlich hält er meine Fluchwerkzeuge. Ja, ich weiß schon. Dann sollte die Fluchkraft vom Geist doch eigentlich verraten, wo ich bin, oder? Deshalb schrumpfe ich ihn so sehr, dass er in meinen Körper passt. Dann krass. Ihn in meinem Bauch. Er ist schon hardcore drauf. So kann ich trotz meiner Werkzeuge problemlos Barrieren durchschreiten. Deshalb habe ich anfangs auch keins benutzt. Ein Hinterhalt gegen einen mit den 6 Augen funktioniert nur, wenn ich unsichtbar bin. Theoretisch hätte ich die Sternplasmahülle zuerst töten können, aber es war zu riskant von den 6 Augen. Das reicht. Du hast einen Bann des Himmels, oder? Genau wie wir Jujutsisten wirst du stärker, wenn du mehr Informationen über dich enthüllst. Aber ich will etwas anderes wissen. Woher wusstest du, welches Tor zum Sternengrab führt? Wir haben nicht die geringste Spur von Residuen hinterlassen. Auf dem Weg solltest du einer Frau begegnet sein. Was ist aus ihr geworden? Hm? Ach, das Hausmädchen? Die ist vermutlich tot. Mit etwas Glück lebt sie noch. Junge, der ist auch heftig drauf. Warte mir, stirb! Okay, jetzt bin ich gespannt. Junge. Also, Geto hat das auch echt drauf, ne? Muss man schon sagen. Oh, sieht auch so wild aus, die Animation. Vor allem kann er so viele beschwören, wie der möchte. Also Geto, kann er so viele Fluch, ja, Kreaturen ins Leben erwecken. Oh, das sah so geil aus. Undurchdringbar. Fluchgeistermanipulation. Was für ein bunter Haufen. Na, stimmt, die hat auch rausgeholt. Ein fiktiver Rachegeist? Sie erzeugt ein Feld, das Gewalt auf beiden Seiten unterbindet, bis ich die Frage beantworte. Na gut, meinetwegen. Wenn ich ehrlich sein soll, bist du nicht mein Typ. So funktioniert das also. Es ist aus. Ja, für dich. Bei der Fluchgeister. Oh, der will es einsaugen. Fluchgeister, die sich mir ergeben haben und kann sie frei kontrollieren. Wenn sie mindestens 2 Stufen unter mir sind. Sein Fluchgeist hat eine seltene Fähigkeit, aber ist nicht sonderlich stark. Den kann ich absorbieren. Damit. Nee, kannst du wohl nicht so einfach. Oh mein Gott! Ey, Junge, diese letzten 2 Folgen machen mich fertig. Das war nicht tief genug. Wie krass ist der Typ denn drauf? Hätte ich umgebracht. Wer weiß schon,
was sie nach deinem Tod alles anstellen würden. Ich brauche hier nicht noch mehr unnötigen Ärger. Du bist mit guten Eltern gesegnet. Doch trotz dieses Segens verlierst du gegen einen primitiven Affen wie mich, der nicht mal Jujutsu beherrscht. Wie erbärmlich. Ist das lieber nicht, wenn du am Leben hängst? Ach, apropos Segen. Da fällt mir ein, ich habe ihn Megumi wie Segen genannt. Digga, ich komm nicht drauf klar. Der hat gerade sowohl Gojo als auch Geto besiegt. Und er kann keine Fluchtechniken benutzen. Also, das ist heftig. Die Leiche der Sternplasmahülle, Riku Amanai. Inklusive aller Gliedmaßen. Ich lege sogar noch ein wenig drauf. Besten Dank, werter Gründer. Sehr großmütig. Er ist nicht der Gründer, du Depp. Ob notwendige Ausgabe oder nicht, ihr habt uns viel dabei geholfen. Ich ging davon aus, du würdest dich beschweren. Wir haben dich für den Anschlag angeheuert, falls der Rest fehlschlagen sollte. Die Sternensekte kommt aus der Nara-Zeit, als Meister Tengen begann, die moralische Grundlage der Jujutsisten zu predigen. Jujutsisten profitieren von vielen Ausnahmeregelungen, aber sie dürfen sich niemals an Nicht-Jujutsisten vergreifen. Doch nun ist es endlich an der Zeit. Die Sternensekte ist längst nur noch eine monotheistische Religion. Und dann sollte sich unser Gott mit dieser Verunreinigung vereinigen. Hätten unsere Anhänger gesehen, wie wir das tatenlos hinnehmen, wäre das unser Ende gewesen. Wir standen hoffnungslos mit dem Rücken zur Wand. Und was geschah dann? Wir dachten, wir würden alles verlieren. Aber nun haben wir alles. Selbstverständlich werden wir da etwas freigebiger. Wenn Meister Tengen Amok laufen sollte, dann wäre das eher das Ende der gesamten menschlichen Gesellschaft. Wenn wir Seite an Seite mit unserem Stern fallen, dann soll es so sein. Oh, okay. Das ist deren Grund, okay? Ja, das glaube ich auch. Aber Digga, der Typ, also, was der drauf hatte, war schon heftig. Ja. Bring sie an irgendeinen weit entfernten Ort und leg sie dort um. Boah, der hat auch keine Skrupel, ne? Ich damals schon eine grobe Vorahnung hatte, was du aushackst. Alter Sturkopf, ignorierst die Hierarchie und meine Anweisung doch eh ständig und machst dein eigenes Ding. Egal, es hat ja geklappt. Lass aber nicht zu, dass euer Mittelsmann so geknechtet wird. Wieso eigentlich ausgerechnet Okinawa? Ich fand das auch amüsant. Normalerweise transportiert man eine Geisel doch per Auto. Öffentliche Verkehrsmittel sind viel zu riskant. Ja, aber stimmt. Der Bursch war sehr dekadent. Hatte seinen eigenen Privatjet. Diese reichen Säcke denken halt in anderen Größenordnungen. Lass uns auf deren Kosten was essen gehen. Zeig mir einen Laden, in den ihr eure Gäste mitnehmt. Tixter, vergiss es. Du würdest einem Kerl eh nie was ausgeben. Hier gebe ich mich ausschließlich für die Arbeit oder in der Hölle ab, du Schweinehund. Mhm, okay. Oh! Da ist er doch! Hallöchen, so sieht man sich wieder. Junge, was? Ich fett. Da staunst du was? Bei mir ist alles fit im Schritt. Du hast deine Umkehrtechnik genutzt. Bingo, Digga! Als du mir die Kehle durchstochen hast, habe ich aufgehört zurückzuschlagen und mich voll und ganz auf die Umkehrtechnik konzentriert. Fluchkraft ist negative Energie. Sie kann den Körper stärken, aber ihn nicht regenerieren. Deshalb multipliziert man sie mit sich selbst, um positive Energie zu gebären. Das ist die Umkehrtechnik. Easy, theoretisch. Aber ich hab's bisher immer heftig verkackt. Und ich habe die einzige Person, die es kann, nie verstanden. Er redet und redet. Der Typ ist völlig high. Aber am Rande des Todes habe ich das durch. Fluchkraft begriff. Du hast deine Niederlage besiegelt, als du mir den Kopf nicht abgetrennt oder mir meine Rübe nicht mit einem Werkzeug durchstochen hast. Es geht doch gerade. Junge, was ist mit dem los? Meinst du? Stimmt ja. Vielleicht hast du recht. Oh! Fluchtechnik-Umkehrung. Farbe rot. Boah, rot kommt jetzt? Oh, die Mucke, geil. Boah, das hat gesessen. Oh, Junge. Das sieht so wild aus. Boah, der macht sich auch noch ready. Gebrochenen Knochen. Diese Schockwelle
Stammt von der Fluchtechnik Umkehrung Rot und seiner Unendlichkeit, oder? Er hat die positive Energie der Umkehrtechnik in die Fluchtechnik Endlosigkeit geleitet, die in ihm steckt. Junge, das ist auch Gojo! Aufzuhalten, die neutrale Endlosigkeit. Zweitens, die Kraft, Dinge anzuziehen, die verstärkte Endlosigkeit blau. Und drittens, die Kraft, Dinge abzustoßen, die Fluchtechnik Umkehrung Rot. Okay. Sie alle stellen kein Problem für mich dar. Und zwar gewaltig. Egal, da scheiß ich drauf. Verrecke! Da, so, na, so sick! Das sieht so richtig gut aus. Verzeih mir, Rico. Ich empfinde gerade keinerlei Wut über deinen Tod und verabscheue niemanden dafür. Im Moment so fühlt soft. Diese Welt einfach nur unfassbar schön an. Oh, und diese Musik dabei. Im Himmel und auf Erden bin einzig ich erhaben. Der Vorteil an einer lange vererbten Fluchtechnik ist, dass es eine Anleitung gibt. Der Nachteil ist, dass Details über die Technik leicht nach außen sickern. Du gehörst zur Senin-Familie, nicht wahr? Deshalb weißt du so viel über die Endlosigkeit. Doch selbst in der Gojo-Familie wissen nur sehr wenige Auserwählte davon. Oh, das klingt so geil! Lässt man diese beiden Endlosigkeiten aufeinanderprallen, entsteht eine fiktive Masse. Purple Holo. Purpur. Ja, Junge, das sieht so gut aus. Ich arbeite nicht für Lau. Normalerweise hätte ich mein Gott. Doch vor mir steht der gerade erwachte Beherrscher der Endlosigkeit. Der vermutlich stärkste Jujutsist unserer Ära. Ich wollte ihnen trotzen. Sie alle in die Knie zwingen. Die Familie Senin, die mich verraten hat. Und ihn, den Zenit der Welt des Jujutsu. Ich habe immer Verletzungen in Kauf genommen, um mich zu beweisen. Oh mein Gott, ja! Junge, Verletzungen, der halbe Körper fehlt! Ja, da gibt's nichts zu greifen. Ich dachte eigentlich, ich hätte dem entsagt. Ich dachte... Ich hätte beschlossen, im Leben weder mir noch anderen Wert beizumessen. Wie sieht's aus? Hast du irgendwelche letzten Worte? Hab ich nicht. In 2-3 Jahren... wird mein Bengel an die Senins verkauft werden. Mach mit ihm, was du willst. Naja, so ganz direkt war es nicht, aber der hat ihn schon mehr oder weniger gesagt, kümmere dich um meinen Sohn. So Leute, und damit kommen wir zum Fazit von JJK Folge 28 oder Folge 4 in Staffel 2 war eine absolut krasse Folge, wie die letzte Folge auch schon. Mega viel Action. Wir haben gesehen, dass Gojo doch nicht tot ist, sondern am Leben ist. Und ja, der hat jetzt mehr oder weniger Megumis Vater auseinandergenommen, der ihn so indirekt auch darum gebeten hat, sich um Megumi zu kümmern. Ja, was soll ich sagen? Also JJK Staffel 2 überrascht mich in jeder Hinsicht. Die Animation ist peak, auch die Musik war wieder so krass. Und ja, ich freue mich auf mehr, ich habe richtig Bock und ich hoffe ihr auch. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!